Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir begrüßen Sie herzlich beim Kanal, YouTube-Kanal Meppen mag dich, heute mit dem Schwerpunktthema Kultur. Wir sind eingeladen vom Heimatverein über die Obergerichtsstraße zu berichten und ich bin dankbar, dass mein Mitstreiter Matthias Warmes erneut eine Vielzahl von interessanten Bildern ausgewählt hat. Mein Name ist Thomas Gorkowski und wir starten mit einem Bild auf den historischen Festungsplan um 1761. Ja, genau, die Obergerichtsstraße war auch damals schon vorhanden, ist also schon weitaus älter, hatte damals aber sicherlich noch einen anderen Namen. Und die Obergerichtsstraße, die beginnt am Marktplatz, an der Ecke, wo heute die Bastelecke ungefähr ist, und verläuft dann Richtung Norden und knickt dann noch einmal Richtung Windhorstplatz nach links ab. Hier habe ich nochmal einen Flurkartenauszug von 1872 zur Orientierung. Unten links das Dreieck ist der Marktplatz und dann verläuft dort an der rechten Ecke die Obergerichtsstraße. Die verläuft dann geradeaus zu auf die quadratische Fläche, wo die Rentei heute steht, und knickt dann nach links ab. Und dieses markante Gebäude, was dort oben angedeutet ist, das war das alte Amtsgericht. Mhm. Ja, kommen wir zu den Fotos, die sind sicherlich etwas spannender. Hier ein Luftbild aus dem Jahr 1954. Am linken Bildrand kann man das alte Amtsgericht erkennen. Und dort endet quasi die Obergerichtsstraße. Ja, viele Meppner bedauern sehr, Matthias, dass das Gebäude einem Neubau seinerzeit weichen musste. Hier erkennt man nochmal, wie schön es damals gewesen ist. Ja, wir werden gleich noch einige Fotos mehr sehen, wo die ganze Pracht des Gebäudes voll zum Vorschein kommt. Hier nochmal ein etwas neueres Luftbild. Das war um 1970 herum. Wir sehen, der Marktplatz ist noch Straßenfläche, keine Fußgängerzone. Und hier sehen wir im Vordergrund links den Windhorstplatz, die Obergerichtsstraße. Ja. Ja, dann wollen wir mal in den eigentlichen Straßenverlauf einsteigen. Hier ein koloriertes Foto vom Marktplatz um 1905. Links das Eckgebäude steht auch ungefähr heute noch so. Da ist ein Reisebüro untergebracht. Das gehörte lange Zeit einer Familie Sommer. Früher war da auch das Schuhhaus Altmepp mal untergebracht, bevor es dann zwei Häuser weiter nach links gewandert ist. Und am rechten Bildrand sehen wir hier eine Handlung Rohlfing. Und neben diesem Gebäude, das eingeschossige Gebäude mit dem Krüppelwalmdach, gehörte der Familie Krapp. Da war die bekannte Gaststätte Börsenhalle untergebracht. Die spielte ja bei den vorherigen Fotostreifzügen auch schon eine nicht unbedeutende Rolle. Genau. Und war von vielen Erinnerungen geprägt. Und die Gebäude gehört noch zum Markt. Und das Gebäude daneben, wo dann der etwas krüppelige Straßenbaum davor steht, das war das erste Gebäude, was zur Obergerichtsstraße rechnete. Mhm. Das war ursprünglich einer Tischlerei Knoll genutzt worden. Und das hat später die Familie Krapp gekauft und hat dort eine Remise eingerichtet, wo dann wohl die Gäste der Gaststätte auch ihre Pferdewagen unterstellen konnten. Und neben dieser Remise von Krapp war dann das Haus von Maler Josef Friese und daneben dann das Haus von Schneider Franz Schäffer. Mhm. In dem Bereich steht ja heute die Bastelecke. Ja, die Bastelecke ist, glaube ich, für jeden, der mit Meppen verbunden ist, ein Begriff. Ja, und dann nochmal Detailfotos hier vom Haus des Malers Josef Friese. Farben- und Tapetenhandlung steht auf dem Werbeschild über der Tür. Sieben Kinder vor der Tür, wenn du nochmal zurückgehst, ja, Matthias. Genau. Eigentlich sehr schön, dem Alter und der Größe nach aufgereiht. Sehr schönes Familienbild. Und der Jüngste dort ganz rechts ist Hermann Friese, der spätere Bundestagsabgeordnete. War das das jüngste Kind der Familie? So habe ich das in Erinnerung, ja. Mhm. Hier sehen wir nochmal wieder das Haus Friese rechts und daneben dann das Haus von dem Schneider Schäffer. Und im Hintergrund dieses zweigeschossige Gebäude, das war ein Anbau
an das Torhaus der Burg. Das wurde 1844 errichtet und dort waren Verwaltungsräume des Herzogs von Aremberg untergebracht. Ja, hier nochmal dieses Gebäude, der Anbau und dann in der Mitte der bekannte Blick auf die Arembergsche Rentei. Die wurde 1805 von dem Kaufmann Ferdinand Frier errichtet. Frier mit Y. Genau, das hatten wir auch bei vorherigen Sendungen schon, genau, dieses Thema. Und ab 1835 war hier die Arembergsche Verwaltung untergebracht. Das war dann Amtshaus und Wohnung des Rentmeisters. Ja. Später hat dann ja die Stadt Meppen das Gebäude übernommen, waren auch mal Verwaltungsnutzung untergebracht. Ganz später auch noch mal die Bücherei des Emsländischen Heimatbundes und nun seit vielen Jahren ja das Stadtmuseum. Aber auch das hat ja inzwischen geschlossen und der Neubau an der Koppelschleuse geht ja nun gut voran. Ja, ist auch der Standort des Heimatvereins über viele, viele Jahre. Dort haben wir manche Sitzungen schon abgehalten. Ja, ganz genau. Auf der linken Seite sieht man noch das Werbeschild Klempnermeister Installation van Leeuwen. Das war ein Doppelhaus, was dort stand. Die eine Hälfte steht heute noch und die andere Hälfte wurde abgebrochen und durch einen Neubau der Familie Meersmeier ersetzt. Hier ein Foto von 1958. Rechts ist schon der Neubau der Familie Friese entstanden, wo heute die Bastelecke ist. Damals befand sich dort im Erdgeschoss das Modegeschäft Brinkmann, die später dann ja einige Gebäude weiter Richtung Marktplatz gewandert sind. Ja, ja, ja. Damals auch schon mit dem Bewerben des Schlossverkaufs. Ganz genau. Und mit der guten Qualität. Ja. Hier sehen wir links wieder die Rentei und rechts diesen Anbau an das Torhaus. Und hier ein Gebäude, was damals links gegenüber von der Rentei stand. Das ist 1870 errichtet worden und hier war damals das Katasteramt untergebracht. Mhm. Hier nochmal eine andere Perspektive auf das Katasteramt. Im Hintergrund kann man schon das Amtsgerichtsgebäude erkennen. Den schönen Fenstern. Und neben dem Katasteramt wurde dann ein weiteres Behördengebäude errichtet, nämlich um 1931 entstand dann dort ein Anbau, der vom Gesundheitsamt genutzt wurde. Und dieses kleinere Gebäude links daneben, das besteht heute noch so, das gehört der Familie Jungfermann. Ja, jetzt wandern wir weiter Richtung Windhorstplatz. Das Gebäude vom Katasteramt schloss sich dann dieses zweigeschossige Gebäude an. Dort war die Landwirtschaftsschule untergebracht. Mhm. Die Landwirtschaftsschule wurde 1872 gegründet und sie war zunächst im Torhaus der Paulsburg untergebracht. Und dieser Neubau entstand dann 1896. Und die landwirtschaftliche Schule ist dann 1853 zur Haselünner Straße umgezogen, da gegenüber der Pauluskirche. Bevor sie Landwirtschaftsschule hieß, lese ich hier, hieß sie Ackerbauschule. Genau. Und hier sehen wir die Ackerbauschule nochmal von vorne. Ja. Und später wurde dann die Ackerbauschule als öffentliche Bücherei genutzt. Mhm. Das war quasi der Vorläufer der Bücherei, die heute im Propsteigemeindehaus untergebracht ist. Ja. Das war auch dann der direkte Umzug quasi mit dem Neubau des Propsteigemeindehauses oder gab es zwischendurch noch einen anderen Standort? Meines Wissens nicht. Also das Foto ist von 1970 ungefähr. Ja, und das Gemeindehaus, meine ich, wäre um 1975 rum oder 76 ja, gebaut worden. Vermutlich war dann das direkt von hier aus umgezogen. Und hier ist das Gebäude schon abgebrochen und auch Katasteramt und Gesundheitsamt sind abgebrochen
Und im Hintergrund kann man noch das Haus Jungfermann erkennen. In der Mitte das Haus Sanders, wo die Deutsche Bank untergebracht war. Und dann Zeughaus und Rentei. Ja. Das müsste 1978 entstanden sein. Und dann ist er kurz Zeit später auf dieser Freifläche ein Kaufhaus neu errichtet worden. Das war dann ja zunächst das Kaufhaus Brackmann. Genau. Und das ist später dann von Zeka übernommen worden. Hatte Zeka ja Zeka 1 und Zeka 2. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die Mitarbeiter von Zeka häufig Waren in Rollcontainern immer von einem Gebäude zum anderen geschoben haben. Ja. Und rechts erkennen wir das Sporthaus Reiners. Genau. Intersport Reiners. Dazu kommen wir jetzt noch näher. Bevor Reiners dort war, war dort nämlich ein Baustoffhandel. Ja. Kann man sich heute auch nicht vorstellen. Baustoffhandel mitten in der Innenstadt. Und zwar sehen können wir hier lesen auf dem Werbeschild in der Mitte Anton Mayrose. Der hat 1910 den Baustoffhandel erworben von einem Wilhelm Evering. Und so sah das Ganze dann um 1910 herum aus. Rechts können wir wohl offenbar ausgestellte Fliesen erkennen. Und links im Hintergrund sehen wir die Ackerbauschule. Ja. Und so sah das Ganze dann 1930 etwa aus. Bevor dann der Umzug zum Schützenhof erfolgte. Ja, wobei zwischendurch hat Mayrose nochmal neu gebaut. Und zwar an dieser Stelle. Da sehen wir jetzt nämlich ein Foto davon, als Mayrose 1934 diesen repräsentativen Neubau errichtet hat. Das war dann wohl, ja, sieht aus wie richtfest, obwohl schon die Dachziegeln drauf sind. Dann ein Foto, wo dann das Gebäude fertig ist. Das ist von 1958. Das Fahrzeug in der Mitte, was so geschmückt ist, das hat Glocken geladen. Das sind die Glocken der evangelischen Kirche. Die waren im Zweiten Weltkrieg dafür vorgesehen, eingeschmolzen zu werden, um Kriegsmaterial herzustellen. Und glücklicherweise konnten die Glocken gerettet werden, wurden also nicht eingeschmolzen und sind dann feierlich 1958 heimgeholt worden und wieder in den Turm der evangelischen Kirche zurückgekehrt. Und im Hintergrund sehen wir dann ja das Gebäude von Anton Mayrose. Also 4 Jahre nach der Fertigstellung in etwa. Die Fertigstellung war 1934. Ach, entschuldige, ja. Dann sind wir also schon 24 Jahre. 24 Jahre dahinter. Weiter, ja. Ne? Und links sehen wir dann wieder die Ackerbauschule. Bei dem Straßenschild links, Matthias, lese ich Holland. Genau. Also hießen die Niederlande zu der Zeit noch Holland. So war das, glaube ich, allgemein Sprachgebrauch. Es wird ja auch heute noch häufig so umgangssprachlich gesagt. Mhm. Dann ein noch neueres Bild von 1972. Auch damals hatte Anton Mayrose noch dort das Gebäude, wobei der eigentliche Baustoffhandel, glaube ich, schon an der Schützenstraße war. Hier war dann vermutlich nur noch die Verwaltung untergebracht. Und hier können wir dann wieder Ackerbauschule und Katasteramt und Rentei sehen. Und damals war der Straßenverlauf so, dass er so eng an den Gebäuden lang geführt war, mhm, und das Amtsgericht noch einen sehr großen Vorplatz hatte. Und hier können wir dann sehen, ein Bild aus 1975, da ist dann die Straßenführung geändert worden. Die Straße ist dann von den Gebäuden wegverlegt worden und dadurch entstand quasi ein erster Bereich, der nur den Fußgängern vorbehalten war. Das war dann ja erstmals so der Windhorstplatz. Wir sehen da diesen Springbrunnen, wie er lange noch dort war, wo dann auch Scherzkekse gelegentlich mal Waschmittel oder irgendwas reingeworfen haben, dass es kräftig geschäumt hat. Und das Haus von Mayrose hat dann Egon Reiners 1975 übernommen und umgebaut. Das Gebäude ist im Wesentlichen erhalten geblieben, wenn man sich das nochmal jetzt genau anguckt. Und so sieht es heute aus, aber hat einen Vorbau bekommen. Der Giebel und auch links der Flachdachteil sind dann davor gesetzt worden. Und lange Zeit war dann ja hier das Sporthaus Reiners, zum Teil auch nochmal parallel andere Nutzungen. Und dann war lange Zeit ja hier auch das Schuhhaus Deichmann untergebracht, bevor es in die Map gezogen ist. Und heute hat er hier Böckmann
dieses Gebäude übernommen und mit dem Haupthaus verbunden. Das Bild dürfte aus Mitte der 80er ungefähr stammen. Ja. Und dann kommen wir zum Amtsgericht. Wir sehen, hier oben steht Amtsgericht und Landratsamt. Die waren damals beide in diesem äußerst repräsentativen Gebäude untergebracht. Rechts verlief so eine hohe Mauer. Und im rechten Gebäudetrakt war das Gefängnis. Früher war das Gefängnis ja im Torhaus der Alten Burg. Mhm. Und dann ist das mit Errichtung des Amtsgerichts, das wurde 1856-57 erbaut, ist das dann hierhin umgezogen. Dann war es eine kurze Wegstrecke. Ganz genau. Verurteilung und direkt ab in die Zelle. Ja. Und rechts neben dem Amtsgericht befand sich ein Kindergarten. Das war wohl der erste Kindergarten in Meppen. Dort, der wurde von Ordensschwestern geführt und der stand, glaube ich, in Trägerschaft der Propsteigemeinde, wenn ich da richtig informiert bin. Und die Kinder, die konnten dann sogar die Gefängnisinsassen beobachten. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie dort Kindheitserinnerungen hat, dass dort auch Gefangene hinter Gitterstäben waren. Neben dem Amtsgerichtsgebäude befand sich links noch so ein landwirtschaftliches Gebäude, so eine Art Scheune. Dort waren Pferdewagen der Richter untergebracht, wenn die mal dienstlich über Land mussten. Die Scheune nochmal aus einer anderen Perspektive. Und so sah dieses Gebäude von vorne aus. Ja. Und dieses Gebäude wurde dann um 1930 herum abgebrochen. Hier sieht man nochmal, wie eng damals auch die Obergerichtsstraße war. Am rechten Bildrand sehen wir das Haus Döbler. Und der ganze Verkehr, der damals natürlich noch überschaubar war, musste sich dann hier um diese Ecke zwängen. Und dann wurde 1930 diese Mauer und die Scheune abgebrochen. Und dann wurde das auch sehr viel großzügiger gestaltet. Noch für eine Grünanlage rundherum. Ja, und da sieht man das tolle Gebäude. Ja, das muss von innen auch äußerst repräsentativ gewesen sein. Wenn man so einen Eindruck davon bekommen möchte, muss man sich, glaube ich, mal das Landgerichtsgebäude in Osnabrück angucken. Da sind auch noch so im ähnlichen Stil letztlich die Flure erhalten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann die Windhorst-Statue wieder aufgebaut. Die war ja in der Zeit des Nationalsozialismus zunächst vom Marktplatz entfernt worden, zwischengelagert dann oder auf dem Kirchplatz mal aufgestellt und dann ganz demontiert worden. Dann hat die auf dem Gelände des städtischen Werkhofs gelagert und ist dann nach dem Krieg hierher gekommen. Bis sie dann, glaube ich, von hier aus direkt zum Windhorst-Gymnasium umgezogen ist. Oder war die zwischendurch noch mal woanders? Ja, über den Standort wurde ja leidlich diskutiert in den vielen Jahren. Ich kann es auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass das ja heute der Standort ist, am Windhorst-Gymnasium. Ja, hier noch mal ein Luftfoto von dem Amtsgerichtsgebäude. Da sieht man auch, wie groß das Gebäude war. Fast quadratisch mit Innenhof. Am linken Bildrand müsste das spätere Möbelhaus Wolken sein, ne? Ja, genau, das war damals auch das Möbelhaus Wolken. Schon zu der Zeit, ja. Ja. Und dann kommt die Hubbrücke, die man nur erahnen kann. Ganz genau. Ja, und da begann dann der Abbruch des schönen Gerichtsgebäudes 1972. Und hier nochmal ein Foto, wo man auch schon sieht, ein Gebäudeflügel ist abgebrochen. Im Vordergrund das Haus Wolken und im Hintergrund eine Baustelle. Da wird gerade das neue Gerichtsgebäude errichtet. Ja. Und ich denke, dann sind die Gerichtsfunktionen direkt vom Altbau in den Neubau eingezogen und dann konnte das Gerichtsgebäude endgültig abgebrochen werden. Ja, und für dieses Gerichtsgebäude entstand dann letztlich an der Stelle der Sparkassenneubau, der ist 1974 errichtet worden. Sehr futuristisch für damalige Verhältnisse. Ja.
Und am rechten Bildrand können wir dann den Neubau des Amtsgerichts erkennen. Ein Foto aus der Zeit, bevor die Fußgängerzone entstand. Und da nochmal das Sparkassengebäude aus etwas neuerer Zeit. Daran hast du vermutlich auch noch viele Erinnerungen. Ja, habe ich viele Erinnerungen. Ich habe bei der Kreissparkasse Meppen seinerzeit ja die Ausbildung gemacht und insofern in dem Gebäude lange, lange gearbeitet. Aber auch das Gebäude steht heute nicht mehr. Hier noch ein Foto von den Abbrucharbeiten 2007. Ja, und 2008 ist ja dann der heutige Neubau bezogen worden. Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende der Obergerichtsstraße angekommen. Matthias, nochmal herzlichen Dank für die Auswahl der Bilder. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat, würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten und wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.